Hey Leute, bevor das Video losgeht, kleine Information für euch, wer gestern in die Abo-Box am 4.5. in die Abo-Box geschaut hat, ist wahrscheinlich aufgefallen, dass wir gestern ein Video rausgehauen haben, der eine Fail-News bzw. eine Fake-News war, wo ich behauptet habe, dass Hunter x Hunter Staffel 3 endlich auf Netflix verfügbar ist, was überhaupt gar nicht stimmt, weil Staffel 3 schon von Anfang an auf Netflix verfügbar ist, ist ein kleiner Fail von mir und um das zu entschädigen, hauen wir heute eine Mitglied-Exclusive-Folge Senseless Ask raus, um das Ganze ein bisschen zu entschädigen. Und das Video ist auch schon längst jetzt auf privat bzw. gelöscht bei uns und damit sage ich viel Spaß mit dem Video. Ein offizielles Statement zu der Frage gibt es von Netflix zwar nicht, aber man kann davon ausgehen, dass die Naruto Classic Folgen, die auf Netflix online sind, gecuttet sind, denn die ursprüngliche Version kommt aus dem Amerikanischen und die ist geschnitten und wurde halt später dann ins Deutsche übersetzt bzw. neu vertont. Und bei der Neuvertonung ist es auch nochmal kinderfreundlicher gedubbt worden. Bei Naruto Shippuden kann man davon ausgehen, dass die Version zumindest nicht geschnitten ist. Kann man auch an den Szenen erkennen, die ich hier gerade einblende. Die kommen wirklich in der Netflix-Folge vor. Ihr könnt ja auch mal drauf achten, ob das so stimmt. Es gibt zwar kein offizielles Statement, diese Szenen kamen vor, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass die Version, die auf Netflix und auf Watchbox bzw. TV Now online ist, die ungeschnittene Version ist. Das Einzige, was wahrscheinlich für die Zensur benutzt wurde bzw. offensichtlich geändert wurde, im Gegensatz zu der japanischen Version, ist wahrscheinlich die Vertonung. Die wurde bestimmt kinderfreundlicher gedubbt. Aber davon mal abgesehen, sind die Folgen an sich genauso brutal wie in der japanischen Fassung. Die Fassung, die im ProSieben Max wiederum ausgestrahlt wurde, ist geschnitten. Also die kann ich auch gar nicht so empfehlen, aber Versionen, die auch online verfügbar sind, beziehungsweise auf den Blu-rays und so weiter, von Naruto Shippuden sind ungeschnitten und kann man voll und ganz genießen. Wer Naruto Classic natürlich ungeschnitten genießen möchte, in der vollen Brutalität und Erwachsenenhumor, dann sollte er die Folgen auf Crunchyroll nachholen, auf German Sub, denn dort sind die Folgen uncut, vom Japanischen einfach nur direkt übersetzt. Dementsprechend ist auch die Vertonung bzw. die wörtliche Übersetzung auch richtig. Damit sage ich, das war's mit dem Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann zeigt es mir doch mit deinem Daumen nach oben. Und vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns Mitglieder seid. Das unterstützt uns sehr. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.